war dort die große Zeit, also wo man in Gastein also einen riesen Aufschwung, man hat die Thermen angefangen zum Bauen. Und, also es war ein riesen Aufschwung. Und es ist natürlich immer wieder, das Alte hat natürlich die neuen Weichen müssen, man hat neue aufgebaut, man hat Dings. Und das Alte ist natürlich in Vergessenheit geraten. Und der Herr Professor Hinterseher, den ist eingefallen, also wir müssen was dagegen tun. Und jetzt haben wir den Verein Heimatstube gegründet. Er ist dann als Obmann aufgetreten und ich habe gezwungenermaßen müssen einen Vize-Obmann machen. Da, gell? Und ja, ich bin rein zufällig, bin ich dann einmal auf die Ruine Klammstein gekommen, habe mich da draußen hingesetzt und war beeindruckt also von dieser Atmosphäre, was da gibt auf der Burg. Und haben wir dann vorgenommen, also da muss was geschehen. Gell? Und ja, man darf nicht lange überlegen, man muss einfach anpacken und aus. Und das habe ich auch gemacht. Gell? Also es ist natürlich so, wenn man wisst, was da alles herankommt, da würde man wahrscheinlich sagen wir, schon ein bisschen überlegen. Ari, das ist dein Lebenswerk. Beim Erwerb der Burg habe ich ja schon vorgehabt, dass ich ein Museum einrichte. Ja? Und wenn man weiß, was man will, dann ist das natürlich sagen wir, auch möglich. Gell? Also ich habe von vornherein schon gewusst, was ich machen will und das ist auch geschehen. Gell? Und ja, wenn man heute durch die Burg geht, gell? Also mir ist darum zu tun, dass ich möglichst sagen wir, Gasteiner Künstler sagen wir, natürlich darstellen kann und Dinge, sagen wir, oder zumindest sammeln kann, weil darstellen kann man es momentan noch nicht in dieser Art. Gell? Aber ich habe ein riesiges Depot, wo ich sagen wir, diese Sachen zusammentrage und wo man natürlich in der Zukunft natürlich also mit Ausstellungen und also die Sammlungen natürlich immer wieder wechseln kann. Also das, auf das freue ich mich natürlich. Das heißt, also ich selber kann das natürlich wahrscheinlich nicht mehr machen, aber meine Tochter, die Gerlinde, die ist natürlich sehr engagiert, gell, und ich bin überzeugt davon, dass die das weitermacht. Gell.